Jo, wie gesagt, jetzt geht's auf zur Arena. Damit wir unseren sechsten Orden erhalten. Ich wette, das wird sauerhart. Ich glaube, das wird im ersten Anlauf wieder nicht klappen. Hat bisher... Oh, bei Oberhut an. Yay, die Safari-Zone ist offen. Ja. Okay. Gerne. Das machen wir direkt nach der Arena, ne? Aber erstmal... muss ich auch einkaufen gehen? Ich glaube nicht. Also dann auf zur Arena. Ah, das klingt nicht am Kampf. Ach, die kämpfen gar nicht hier? Das ist cool. Jo, dort steht Jasmin. Mit ihren Stahl-Pokémon. Da wäre natürlich Vulcano ganz vorne gut, aber ich schaue erstmal. Hallo Jasmin. Katsching. Genau. Okay. Die klingt ja nicht gerade sehr selbstsicher. Sie sind echt stark, in Ordnung. Das ist mit voller Ernst. Ja, werden wir mal sehen. Leiterin Jasmin mit Magnetilo auf Level 30. Oh Gott. Okay. Das dürfte eigentlich jetzt gut gehen mit Kampfattacken. Okay, ganz gut. Oh, Donnerblitz. Na, immerhin kein Donner. Autsch. Sag dich gerade immerhin kein Donner? Ich bin doch bescheuert, ey. Ja, da kann ich jetzt eigentlich nur Vulcano einsetzen. Ja, und Ultrigaria, aber das richtet nichts an. Aber Magnetilo ist langsam, das ist gut. Das ist sehr gut. Stalos. Oh. Oh, war Stalos Steinstahl oder Bodenstahl? Ich glaube Bodenstahl. Darum setze ich mal... Ja, ich weiß, es macht Unterschied mit Tyrakrok, also beziehungsweise Tobita, Entschuldigung. Aber... Oh, bei 35. Okay, ich... Server. Was soll ich jetzt machen? Ah, sieht doch gut aus. Citrubeere. Ich glaube, das Stalos besiege ich sogar jetzt ziemlich leicht. Boah, das war echt nicht schwer jetzt. Wow, der Kampf ist echt... nicht so schwer. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Noch ein Magnetilo. Ja, das kriegt Vulcano auch. Ich hoffe, das wird jetzt das kleinere Problem. Ah, es ist schneller. Ah, oh, gut. Yo. Dann nochmal Tyrakrok raus und hoffen, dass Surfer es killt. Nein, tut's nicht. Also wird Tyrakrok jetzt wohl sterben. War klar. Jo, was habe ich denn noch? Wir haben noch... Yanma. Ich kann jetzt hoffen, dass Ultraschall reicht. Nein, tut es nicht. Du bist doch doof, Magnetilo. Ja, ich verliere schon, ich keine Sorge. Krankenhieb, ach toll. Ja, erstmal einschläfern. Oh Gott, ich verliere jetzt gegen diesen Magnetilo. Ist das denn zu fassen? Aber ich habe einen Beleber. Hey! Das geben wir Vulcano. Ich warte, bis es wieder aufwacht, damit ich es wieder einschläfern kann direkt. Ist mir etwas zu unsicher, jetzt auf Vulcano zu wechseln. Dann macht Donnerblitz und Vulcano ist weg. Donnerwelle. Gut. Schlafpuder. Yep. Und jetzt zu Vulcano wechseln. Yep, und jetzt Flammrad und Magnetilo ist besiegt. Und der sechste Orden gehört uns. Ach, ich freue mich. Juhu!
Yep, okay. Und wir haben den Stahlorden. Ach, ich freue mich. Bis Level 70 gehorchen sie uns nun. Okay, aber sowas hohes habe ich eh nicht. Und wir halten TM 23. Das ist Eisenschweif. Gut. Das hätten wir geschafft. Und die Mutter ruft an. Lass mich raten, das ist gekauft. Ach, war das schwer zu erraten. Ja, der Kampf ging jetzt wirklich schneller, als ich dachte, muss ich sagen. Hm, also er war nicht wirklich schwer irgendwie. Da waren die bisherigen wirklich allesamt schwerer. Ja, wahrscheinlich hatte ich nur Glück, dass ich so Styrarok mit Surfer dabei hatte, sonst hätte das wirklich ein harter Kampf werden können. Ja, jetzt können wir doch mal die Safari-Zone besuchen gehen, würde ich sagen. Der Weg ist ja jetzt frei. Und ich glaube, hier rein geht's, ne? Ich will erstmal zertrümmern. Das muss jetzt einfach sein. Ich weiß, hier gibt es keine Fossilien, aber vielleicht was anderes Tolles. Wie gesagt, Herzschuppen brauche ich noch. En masse. Nein, Nidorino hat gerade nicht so viel Glück. Ja, ich habe mir den Spitznamen gegeben, aber ich habe mich jetzt noch nicht dran gewöhnt. Das dauert auch ein bisschen. Oh, da ist was. Ah, egal. Krabi. Naja. Rein in die gute Höhle. Stube, meine ich. Ja, hoch und da hoch und da hoch. Da kann man runterkraxeln. Oh, es leckt das so. Route 47. Sieht gar nicht nach Grafikfehlern aus. Der Rand. Ja, kämpfen wir gegen diesen Trainer. Der Wanderer mit einem Dummiesel. Ist aber schwach. Aber Dummiesel ist eigentlich ein ganz cooles Vieh. Ich frage mich ja, ob das in Black and White eine Weiterentwicklung haben wird oder eine Vorentwicklung. Ja, dann schon eine Weiterentwicklung. Für eine Vorentwicklung ist es zu schwach. Finde ich. Aber das ist ganz cool. Mit Kopfnuss ist das lustig. Noch eins. Weil das Edelmut hat, das verstärkt Zusatzeffekte. Und, ja. Der Gegner schreckt zurück wie sonst was. Das hatte ich mal in der Kampffabrik. So ein Dummiesel. Das hat übelst gerockt. Hör auf mit Einigler. Was soll das denn? Willst du Walzer einsetzen? Ich werde diesen Fakt nicht mehr los hier. Und noch eins. Oh Mann. Das dauert aber auch hier. Weil die immer Verteidigung steigern müssen. Es war klar, dass es kommt. Jetzt setze ich ein paar Eile ein. Erst jetzt. Ah, es macht Walzer. Okay, aber noch war er nicht so stark. Aber es wird immer stärker. Das heißt, ich muss es killen, bevor es mich killt. Ja, haben wir. Ja, nach drei Walzern schon so stark. Okay. Naja. Und die Mutter ruft an. Ja, du hast es gekauft. Ist ja gut. Meine Fresse. Okay, Supertrank. Auf Solid. Und weiter. Da ist eine Höhle. Und das ist einer der beiden. Wir essen natürlich nur andere in der Sackgasse. Ich geh erstmal nach unten. Wasser. Gut, dann setze ich mal Schutz ein. So, mal gucken, ob wir was finden hier. Hier ist nichts. Das ist schon mal toll. Und hier kommen wir nur mit Kaskade weiter. Da ist eine... Ist hier was? Ja, eine Perle.
So, und weiter. Okay. Auch ein Wasserfall. Eine Kraxlerstelle und das war's. Dann muss ich wieder zur Höhle zurück. Also war der untere Weg schon mal der falsche. Zumindest solange ich nicht Kaskade oder und Kraxel habe. Und oder und. Jupp, hoch und da hoch. Gut, gegen diese beiden Trainer kämpfen wir im nächsten Part. Also, man sieht sich dann.